So, herzlich willkommen zur ersten Session zum Link Layer, ja, also zum Layer 2. Sie sehen hier so ein bisschen illustriert, ich habe das hier mal durch Bilderrahmen ausgedrückt, dass Framing zum Beispiel eine Aufgabe ist, die das Link Layer hat. Und damit werden wir uns jetzt auch gleich noch befassen. Vorab, wo sind wir? Naja, wir sind auf Schicht 2. Auf Deutsch Sicherungsschicht, auf Englisch Link Layer, um das vom Mac abzutrennen. Medium Access Control ist auch auf Schicht 2, das ist eine Subfunktion. Nennt man das auch manchmal DLC, Data Link Control. Ja, lassen Sie sich von diesem Begriffsportfolio nicht verwirren. Ja. Ich werde es meistens als Link Layer bezeichnen. Sie sehen hier rechts auch so ein bisschen, wo das implementiert ist, so beim klassischen Internet Stack. Ja. Also das ist in Ihrer größtenteils noch in Ihrer Ethernet-Karte oder auch in Ihrer WLAN-Karte implementiert. Nicht mehr komplett, weil zum Beispiel das ARP-Protokoll, das wird auch noch zum Layer 2 gezählt und das läuft rein im Betriebssystem. Und wie ich es auch schon mal erwähnt habe, im vorigen Teil, auch Teile der Ethernet-Funktionalität inzwischen im Treiber implementiert werden. Und der Treiber läuft ja auf ihrer CPU, ja, also auch der läuft in Software. Das heißt, wir haben im Link Layer oft so ein Hybrid zwischen Hard- und Software-Implementierung. Also zeitkritische Sachen werden in der Regel noch in Hardware, also zum Beispiel im Ethernet-Chip implementiert. Sowas wäre zum Beispiel ein Timer oder auch die CRC, ja, die kriegen wir später noch. Also zum Beispiel die Prüfsummenberechnung für die Fehlererkennung, die muss so schnell erfolgen, dass die in Hardware implementiert ist und die lässt sich auch in Hardware viel effizienter implementieren als in Software. Ja, also da sind wir so hybrid unterwegs. Worum geht es in diesem Kapitel? Naja, es geht darum zu verstehen, was das Link Layer tut. Ja. Welche Aufgaben hat das Link Layer? Also es sorgt erstmal dafür, dass zwei direkt miteinander verbundene Knoten, also zwei Hosts, direkt miteinander kommunizieren können. Und jetzt sind wir bereits auf Paketebene. Ja? Und zwar bei einer besonderen Art der Pakete, die nennen wir hier Frames im Link Layer. Das ist eine Menge von Bits, die hier als einzelnes Element markiert werden. Und das macht das Link Layer. Ne? Das Link Layer sagt, ein bestimmter Teil meiner Bitkette oder meines Bitstroms gehört zu einem bestimmten Frame. Ja? Und das nennt man dann Framing, also diese Rahmenbildung. Ja, das Physical Layer kennt das ja nicht, das kennt ja nur einen reinen Bitstrom. Der kommt zum Beispiel beim Empfänger hoch und das Link Layer muss dann erkennen, wo beginnt der Rahmen und wo endet der Rahmen. Ja, oder das im Sender dann auch entsprechend in der umgedrehten Richtung markieren, ja, den Beginn und das Ende des Rahmens. Dadurch haben wir schon mal so die Einheit Paket, wenn Sie so möchten. So. Ganz wichtige Funktion des Link Layers ist auch die Fehlerkontrolle. Hier steht Kontrolle, weil wir haben zwei Funktionen. Wir müssen Fehler erkennen und wir müssen Fehler korrigieren. Korrigieren von Fehlern geht nicht immer. Erkennen geht auch nicht immer, geht aber erheblich häufiger und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit klappt das als die Korrektur. Deswegen unterscheiden wir hier. Und es gibt natürlich auch verschiedene Mechanismen. Also ich erkenne Fehler in der Regel auch anders, als ich sie korrigiere. Ja, ich gebe Ihnen mal ein Gefühl für die Sache. Sie können einen Fehler direkt in einer Richtung erkennen, im Downstream. Also wenn ich jetzt hier plötzlich anfange, Worte zu verwechseln, dann können Sie das in der Regel erkennen. Und Sie können dann die Korrektur zum Beispiel anfragen. Ja? Sie können mich dann zum Beispiel fragen, etwas nochmal zu sagen. Ja? Das ist eine sogenannte Rückwärtsfehlerkorrektur. Sie sehen also, man hat zwei Mechanismen verwendet. Einen zur Erkennung, ja, das war so on the fly, ne, das passiert, das machen Sie im Kopf automatisch auf Basis von Redundanz, die in der Sprache steckt. Aber zur Korrektur haben Sie was anderes verwendet, da haben Sie ein Protokoll verwendet, in dem Sie gesagt haben, hey, bitte nochmal wiederholen, habe ich gerade nicht verstanden. Man kann natürlich zur Korrektur auch Redundanz verwenden, da werde ich Ihnen ein Gefühl für geben, das werden wir aber nicht im Detail besprechen. So, das Link Layer kann auch noch sich um Verbindungen kümmern. Das ist eine Sache, die man aber in modernen Standards in der Regel nicht mehr macht. Also zum Beispiel im Ethernet habe ich eigentlich keinen Connection Setup und Release mehr. Deswegen werden wir das ganz kurz betrachten. Wir werden zu Acknowledgements kommen. Acknowledgements sind eine Bestätigungsnachricht. Also zum Beispiel sagen Sie,
ab und zu mir, vielleicht auch nach jedem Satz, ja, das hängt ein bisschen von der Qualität der Leitung ab, ob sie mich verstanden haben, ne? Je schlechter die Qualität, desto öfters müssen sie es mir sagen. Und das heißt, in Telco-Sprech heißt sowas ein Acknowledgement oder ganz kurz einfach nur ein Ack, ja. Und damit würde der Empfänger dem Sender zum Beispiel mitteilen, dass er ihn verstanden hat, ja. Und diese Protokolle, die haben zwei Funktionen. Also die eine Funktion habe ich Ihnen vorhin schon eben erklärt, ja. Das wäre zum Beispiel eine Fehlerkorrektur. Wenn Sie mir sagen, habe ich verstanden, habe ich verstanden, habe ich verstanden, aber dann irgendwann dieses habe ich verstanden fehlt, dann weiß ich, dass Sie das nicht verstanden haben und dass ich mich wiederholen muss. Oder umgedreht, Sie geben mir negative Acknowledgements und also geben mir einen Nack zurück für Negative Acknowledgement und dann weiß ich, dass Sie etwas nicht verstanden haben. Ja? Das ist also ein Korrekturprotokoll, das nennt man dann Rückwärtsfehlerkorrektur. Diese Acknowledgements haben aber auch noch einen angenehmen Nebeneffekt, den man so gerne mal mitnimmt, und das ist die Flusskontrolle. Da sage ich später auch noch mehr zu. Vereinfacht ausgedrückt, Flusskontrolle bedeutet, ich soll nicht schneller reden, als Sie mich verstehen können. Ich möchte Ihren Empfangspuffer nicht überlasten. Ja? Also der Sender soll den Puffer des Empfängers nicht überlasten. Und der Empfänger kann dem Sender signalisieren, dass er einen leeren Puffer hat, indem er zum Beispiel das nächste Ack schickt. Ja, und sagt, hey, nicht nur habe ich dich jetzt korrekt verstanden, sondern du darfst auch noch mehr Bits senden. Ja? Dadurch hat dieses Ack zwei Funktionen. Das hat die Funktion der Fehlerkorrektur und der Flusskontrolle. Komme ich aber nachher noch im Detail zu. Das ist nur erstmal eingangs, um Ihnen ein Gefühl für die Sache zu geben. Wir betrachten diese Protokolle auch im Detail. Da werden wir so ein paar Zustandsautomaten durchgehen und so mal unser eigenes Ack-Protokoll designen. Das macht eigentlich Spaß, und hilft auch ein bisschen beim Verständnis. Das Kapitel ist wie folgt strukturiert. Wir haben das Link Layer. Wir werden über die wesentlichen Funktionen reden. Und zwar im Besonderen über Framing und Error Control, also über die Fehlererkennung und auch ein bisschen über die Fehlerkorrektur. Eingangs werde ich ein bisschen was zum Framing sagen, also wie man einen Rahmen bildet und wie man Rahmen erkennt. Und was wichtig ist, ist zur zweiten Schicht, also zum Layer 2, gehört noch das MAC. Wenn Sie so wollen, ist das ein Sublayer, also eine Unterschicht. MAC steht für Medium Access Control. Und diese Funktionalität ist so wichtig, dass die, wie gesagt, in ein eigenes Sublayer gegangen ist. Und das werden wir im nächsten Kapitel besprechen. Deswegen haben wir da so ein bisschen, wenn Sie so wollen, Kapitel 2.1, das ist das Link Layer. Und Kapitel 2.2, das ist das MAC. Ja, das habe ich also so aufgeteilt. Es gab hier im Chat eine Frage, ob TCP auch ACKs benutzt. Ja, TCP benutzt auch ACKs. Wir finden die Flusskontrolle, die wir hier im Link-Layer besprechen wollen, auch wieder in Schicht 4, also auf der Transportschicht wieder. Ja, das ist genau dieselbe Idee, das ist auch genau dasselbe Verfahren, macht man auf der Transportschicht nochmal. Ja, und das Schöne dabei ist, wenn wir es hier schon besprechen, müssen wir es später bei TCP, können wir es dann ein bisschen kürzer fassen und uns auf die Besonderheiten von TCP konzentrieren. Ja, also zum Beispiel LTE macht ein IRQ-Protokoll auf Link-Layer-Ebene, macht sogar zweimal IRQ-Protokoll auf Link-Layer-Ebene, also ihr 4G-Handy, und macht dann nochmal zusätzlich IRQ auf, also einen Send nochmal AX auf Schicht 4, also auf TCP-Ebene. Also so wichtig ist diese Funktionalität der AX, so wichtig ist die Rückwärtsfehlerkorrektur und die Flusskontrolle. Hier sehen Sie die Dienste, die das Link Layer anbietet, und Sie sehen, also das Link Layer sitzt, wie gesagt, direkt oberhalb des Physical Layers, kriegt also einen Bitstrom rein. Das ist hier unten illustriert, ne? Und gibt einen Paketstrom an die Netzwerkschicht weiter. Ja? Ne auf der Netzwerkschicht, ne, da ist in der Regel IP unterwegs, ja? Und IP erwartet dann eben Link Layer Pakete oder Frames vom Link Layer. Ja? Darum muss sich das Link Layer also kümmern, aus diesem Bitstrom einen Paketstrom zu machen. Was sind so die Erwartungen der Netzwerkschicht, ja, also zum Beispiel von IP? Naja, ich möchte Pakete haben. Manchmal möchte ich aber auch einen Bitstrom haben, also als Sonderfall, ja. Zum Beispiel bei einer Telefonie oder sowas oder bei einer Echtzeit-Videoübertragung ist natürlich ein Bitstrom dann auch durchaus sinnvoll. Das ist aber eher ein Sonderfall, ne? Üblicherweise will ich einen Paketstrom haben.
Ja, warum macht man sowas? Wie gesagt, wir sprechen im Detail darüber, aber so als Idee, wenn ich zum Beispiel mit Checksummen arbeiten will, um Fehler zu erkennen, dann ist es geschickt, dass ich Pakete habe, weil dann kann ich an jedes Paket eine Checksumme ranhängen und gezielt nur dieses Paket prüfen. Ja? Das ist in dem Bitstrom schwieriger, weil ich will ja nicht den gesamten Bitstrom wiederholen. Ne? Ich müsste mir dann auch das wieder in Untereinheiten unterteilen. Ja? Also für die Fehlerkorrektur ist und Fehlererkennung ist das durchaus sinnvoll, einen Bitstrom in Pakete zu zerlegen. Ja, die Netzwerkschicht übrigens implementiert in der Regel auch keine Fehlerkorrektur, möchte auch deswegen auch nicht durch Fehler von der physikalischen Schicht gestört werden. Ja? Also IP sagt, nee, ich prüfe zum Beispiel den Datenteil gar nicht. Ja? Bei IPv6 prüft man noch nicht mal mehr den Header, weil IP davon ausgeht, dass das unten alles schon korrigiert wurde. Also im Link Layer schon erkannt und korrigiert wurde. Also es möchte nicht irgendwie belästigt werden von Fehlern durch die physikalische Schicht. Und schließlich, was erwartet die Netzwerkschicht noch, dass es sich nicht so um physikalische Probleme oder auch Verbindungsprobleme kümmern muss. Also es ist IP relativ egal, ob sie über einen Kabel, über einen Kupfer-Ethernet oder über ein optisches Ethernet verbunden sind oder über gar kein Ethernet, zum Beispiel über DSL oder einen Funkkanal, ja, über Richtfunk, Weitverkehrs, Glasfaser, das ist IP alles völlig egal, das möchte IP auch nicht wissen. Also diese Medieneigenheiten, ja, die sollen bitte spätestens im Link-Layer wegabstrahiert sein. Damit man dann sauberes Engineering machen kann auf der Netzwerkschicht und sich darum eben nicht mehr kümmern muss, ja. Also das ist so ein bisschen die Quintessenz, warum man zum Beispiel Fehler auch bereits unten auf den tieferen Schichten korrigieren will, weil die eben natürlich vom Kanal abhängen. Ja? Also die Fehler kommen primär durch den Kanal und der Kanal wird durchs Medium definiert und diese Eigenschaft will man hier weghaben auf der Linksschicht. Deswegen muss ich Fehler in der Regel hier korrigieren. Und alle Fehler, die ich zum Beispiel oben bei TCP später noch korrigieren will, das sind dann so in der Regel, zumindest in der reinen Stack-Lehre, ja, so Fehler, die durch andere User auftreten, oder logische Probleme bei der Verbindung auftreten. Ja, also das ist so die Denkweise, alles kanalspezifische sollte hier bereits wegabstrahiert werden.